Das hier könnte euch interessieren, Sir. Setzt mich ins Bild. Das hier könnte sich als nützlich erweisen, Sir. Keine Spur von den Avar, die mich herausfordern wollen. Oder von den Soldaten der Inquisition. Ich hoffe, die Avar haben die Freude an den Geiseln nicht verloren. Sofern sie überhaupt wissen, wie das mit Geiseln so läuft. Einer Seuche. Ich schätze, die Kranken sind nie weit genug gekommen, um die Seuche außerhalb dieses Sumpfes zu verbreiten. Zum Glück. Wasser... Die Krankheiten sind oft recht schmerzhaft. Thank you.
Weshalb wurde der Herold hergeschickt? Ihr seid also Andrastes Herold. Mein Volk will euch tot sehen, aber das ist nicht mein Problem. Ihr habt nichts von mir zu befürchten. Ich dachte, die Avar wollen mit mir kämpfen. Der Sohn unseres Häuptlings will mit euch kämpfen. Ich werde erst gerufen, wenn die Leichen sich stapeln. Rituale für die Götter, Flickwerk für die Blutenden, ein Dolch für die Sterbenden. Das sind meine Aufgaben. Ich ziehe meine Klinge nicht für die Trophäenjagd eines dummen Jungen. Die anderen Avar haben eine Patrouille der Inquisition entführt. Sind die Männer wohl auf? Einige wurden bei dem Scharmützel verletzt, waren aber am Leben, als ich sie zuletzt sah. Jemand hat sie gut ausgebildet. Sie haben mehr von uns getötet, als ich erwartet hatte. Als dann, lebt wohl. Hütet euch vor dem Wasser. Die Untoten anzuziehen. Wir könnten sie benutzen, um auf festem Boden zu kämpfen. Dann sucht noch mehr von den Dingern.
Wisst ihr, Cassandra, es wäre wirklich gut, wenn eure Rüstung vergoldet wäre. Oder aus Drachenschuppen. Am allerbesten wäre natürlich beides. Wäre das nicht eher unsinnig? Es wäre spektakulär, meine Liebe. Der Sinn einer Rüstung liegt doch zur Hälfte darin, andere einzuschüchtern. Ich persönlich bevorzuge die Hälfte, die irgendwelche Klingen von meinen Eingeweiden fernhält.